So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind hier im Nachtdorf 1474. Pokale haben wir hier und wir können jetzt erstmal für 21 Stunden zwar spielen, aber wir bekommen keine Beute. Und jetzt können wir mal entscheiden, was wir Schönes machen könnten. Wir haben hier 222.000, das können wir hier nicht ausgeben, weil wir hier nur Gold ausgeben können. Und für 170.000 langt es nicht, das ist doof, das ist schade. Ja, Meisterhütte 400.000, Wachposten 320.000, man kann hier auch nicht irgendwie selber Geld verdienen noch nebenbei, dass man hier noch weiter irgendwie an Geld kommt. Auch das wären ja Möglichkeiten. Ich meine, das Spiel hat sich in den letzten Jahren halt nicht weiterentwickelt. Und man merkt das auch. Man merkt das auch. Anfragen, wir fragen hier mal an. So, was machen wir denn hier? Können wir angreifen? Nein, also ich weiß es nicht. Dieses Spiel ist nicht spielbar. Dieses Spiel ist nicht spielbar. Ihr seht ja, ich muss jetzt 17 Minuten warten. Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist doch kein Spiel. Ehrlich nicht. Ja, jetzt kann ich nicht spielen. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt warten 17 Minuten lang? Das ist doch absurd. Vollkommen absurd. Jetzt, wenn der nicht rausgegangen wäre da, ne, dann könnte man nämlich jetzt den Clan-Krieg machen. Ja. Aber der ist einfach rausgegangen. Und jetzt können wir halt nichts machen, weil wir sind nur 49. Das ist doof. Ich kann ja hier mal reinschreiben. Ich schreibe mal rein hier. Guten Morgen, Freunde. Sobald wir wieder 50 Leute im Clan sind oder 50 Spieler im Clan sind, geht der nächste Clankrieg los. Danke, Nils. Sehr, sehr schön. Na, dann warten wir halt mal. Gut, wir haben ja hier noch die Möglichkeit. Ich mag das, wenn die Bäume da so sind. Ich mag das wirklich. Den Pilz können wir ja mal entfernen. Vielleicht gibt es ja ein bisschen was. Ich wollte hier wirklich den vierten Bauarbeiter kaufen, aber ich kann momentan nirgends eine Firma finden, also Aldi oder Norma oder was auch immer, wo ich Google Plus für 5 Euro kaufen kann. Ist nicht möglich. Übers Konto will ich es nicht einziehen lassen, weil dafür ist Google nicht seriös genug. Aber, ach Gott, der Pilz ist ja so schön hier. Okay. Gut. Da ist keiner reingekommen. Dann gehen wir halt hier unten wieder rein und spielen noch ein bisschen, auch wenn es kein Geld gibt. Was gibt es denn hier unten Schönes? Das ist so ein Look aus die 50er Jahre, ne? Wenn euch das mal anguckt. Gerade der Haarschnitt und die Brille, eigentlich sehr schön, ne? Ich weiß zwar nicht, was das hier alles sein soll. Was haben wir denn für Belohnungen? Stadtgold, das können wir abholen. Ich weiß nicht, was das ist, das Stadtgold. Ich habe so viel Elixiere und kriege das ganze Zeug nicht raus. Ich krieg's nicht weg. Ich habe hier 2 Millionen, 3 Millionen, 10.000 dunkles Elixier. Ich kann damit nichts anfangen, ne? 4 Millionen, anstatt hier die Diamanten rauszuhauen, dass man für den Bauarbeiter herkriegt. Ich kann damit nichts anfangen, ne? Das nützt alles nichts. Kriege ich hier Stadtgold. So, machen wir noch einen Angriff. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ui, schön gemacht. Yeah. Na komm, machen wir mal. Machen wir mal hier ein bisschen. Warten wir kurz, bis die runtergehen. So, und jetzt kann ich hier den... Kann ich das hier setzen? Sehr schön. Wirklich sehr schön.
Ah, die 50 sollten wir zusammenkriegen. Wunderbar. Wunderbar, gefällt mir. Sehr schöner Kampf hier gegen Fatakesto de oder die. 60%. Sogar 64%. Sehr schön. Wunderbar. Wunderbar. Meinst du, das haben wir gewonnen? Meinst du, das haben wir gewonnen? Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich nicht. Weil, na, gucken wir mal. Wir haben noch ein bisschen Level-Magier bekommen hier. Das dauert wieder alles so ewig. Oh, das haben wir sogar gewonnen. Cool. Schauen wir mal schnell rein. Wie er sich wacker geschlagen hat hier. Ja, die Riesen rauszuholen ist hier das aktuell anscheinend recht modern. Man geht mit den Riesen als Tanks rein, ist ja auch gut. Und dann hat er hier eben auch ganz klassisch die Bogenschützen und die Mauersprenger. Und das geht alles eben so lange, so gut, bis eben die Tanks weg sind. Aber, muss man ehrlich sagen, hat er gut gemacht. Wenn er noch zwei, drei Tanks gehabt hätte, aber bis zur Meisterhütte, bis er da vorgegangen wäre oder gekommen wäre, weiß ich nicht. Da hätte er schon ganz schön, da hätte er mehr Truppen gebraucht, viel mehr Truppen. Und der tapfere Bogenschütze macht jetzt hier das, ach Gott, hat sogar den Bomben, die Bombe überlebt und macht jetzt hier schöne Punkte und wird jetzt hier entsprechend dann besiegt. Was steht hier drin? Gucken wir mal rein. So, da kommt nichts mehr. Ja, können wir nicht weiter spielen. Das ist eben der Nachteil an dem Spiel. Das ist der Fehler an dem Spiel. Ich kann hier zwar spielen, aber ich bekomme keine Belohnung. Und hier oben kann ich nicht spielen, weil die Truppen ewig nicht ausgebildet werden. Das ist einfach ein Fehler im Spiel. Und dann hat man eben hier versucht, die Leute abzulenken von dem Fehler, anstatt zu sagen, wir verkürzen zum Beispiel die Zeiten der Truppenausbildung radikal, um das 20-fache oder das gleich alles ausgebildet ist, damit die Leute weiterspielen können. Dann wird halt hier sowas gemacht wie irgendwelche Zusatzdörfer, wo die Leute sich dann ausleben können. Aber das ist ja alles nur gemacht worden, weil eben hier doch gewisse Fehlkonstrukte meiner Meinung nach da sind, wo das Spiel nicht spielbar machen. Ja, können wir nicht weiterspielen, dann war's das. Ich bedanke mich für euer Interesse. Gehabt doch wohl, wo immer ihr seid. Lasst ein Like und ein Abo da hier auf Twitch, auf TikTok oder YouTube. Bis dann, euer Nils. Ciao.